Gewaltige Schritte, die die Erde erzittern ließen, ja geradezu seismische Aktivitäten hervorriefen, kamen vom Seismosaurus, der im Oberjura in Nordamerika lebte. Das lebensgroße Modell dieses Seismosaurus wurde im November 2020 auf der Südfläche des Landesmuseums Hannover errichtet. Zusammen mit den Grundplatten und den beschwerenden Steinen, die 31 Tonnen wiegen, wiegt das gesamte Konstrukt 38 Tonnen. Das Modell selbst ist 42 Meter lang. Die einzelnen Teile des Modells wurden von 5 Sattelschleppern angeliefert und innerhalb von 2 Tagen aufgebaut. Filmgeschichtlich interessant taucht ein normaler großer Vertreter der Langhalssaurier in Winsor McCays frühem Zeichentrickfilm Gertie the Dinosaur im Jahre 1914 auf, also schon vor über 100 Jahren. Auch wenn wir uns zurück an Jurassic Park von 1993 erinnern, sehen wir die ikonische Begegnung der Parkbesucher mit einem Langhalssaurier. Gigantismus und Schönheit dieser Tiere haben uns schon immer beeindruckt. Und genau hier entwickelt sich das Faszinosum der Dinosaurier. Wir wissen, dass es sie und ihre Umwelt gegeben hat, bevor wir selbst existierten. Und obwohl sie vor über 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, erleben wir sie hier als lebensgroße Modelle vor dem Museum oder halt sich bewegend im Film. Und das kann man dann in der Sonderausstellung Kinosaurier zwischen Fantasie und Forschung sehen. Doch sind sie nicht mehr da und keiner weiß, wie sie tatsächlich aussahen oder geklungen haben. Sie sind eben anwesend und abwesend zugleich.